Franz Müller und Thomas Romfeld sind ja anwesend. Ich habe einen Brief für Sie. Thomas? Können Sie den Leuten sagen, irgendwie einen Zettel hinschreiben, dass sie von mir abholen können? Wer immer das ist, dann mache ich es gern, ne? Ja, dann müsste ich ja lauter Zettel schreiben. Ja, aber das tut man. Das macht die Post. Willkommen zu News, News, News. Wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Asoziale, denn ASI-TV ist beliebt und wir tun alles, wirklich alles aus Überzeugung, um die Quoten ein bisschen in die Höhe zu schrauben. Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Wenn ich einmal groß bin, möchte ich eine billige Arbeitskraft werden, um der Wirtschaft hier zu helfen und sie anzutreiben. Die neuesten Studien aus dem von Herbert Kickl geführten Innenministerium bestätigen jetzt, Überwachung bringt's. Heute, nach der Arbeit, besprechen Sie Ihre Probleme mit Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihren Arbeitskollegen. Und schon morgen liefert die Politik maßgeschneiderte Lösungen. Danke, Überwachungsstaat! Ja. Konsumdemokratie ist die Zukunft, da sind sich alle Experten einig. Das bedeutet, mit den Produkten, die Sie kaufen und den dahinterstehenden Firmen, an die dieses Geld in Folge fließt, finanzieren Sie quasi auf direktem Wege die Politiker und entscheiden so aktiv dank des neuen Stils mit, was auf der Welt in Zukunft geschehen soll. H.C. Strache sagt dazu nur, direkter kann Demokratie gar nicht mehr werden. Grüß Sie. Seit wann fahren Sie mit der U-Bahn? Sind Sie überhaupt echter Postler? Und ab jetzt ist das mein Revier. Das ist mein Revier. Das ist mein Revier. Da rund um die Pilgrimgasse. Bitte nichts mehr zustellen. Das ist mein Revier. Das ist jetzt in der ersten Gruppe 15 und hab da meine Zustellabteilung. Nein, das ist meine. Das ist Spaß. Nein, das ist. Ich bringe die Sachen da. Das ist dein Revier. Das ist mein Revier. Ja, weißt du nicht, dass du das zugestellt bist? Nein, das ist mein Revier. Das ist eben, ja, natürlich ja, weiß ich das, aber ich will hier keine anderen Postler mehr sehen. Nur um das geht's. Passt das? Unser Auto ist eingegangen. Wenn Sie mich vielleicht eine halbe Stunde herum anführen würden, die Pakete ausliefern. Ja, es dauert nicht so lang. Halbe Stunde. Ja, geht's? Danke. Ich lege die Pakete einfach da rein. Danke. Wenn Sie mal da unterschreiben würden. Wunderbar, danke. Was, danke. Perfekt, danke. Ja, also da. Es rappelt im Karton. Okay. Es rappelt im Karton. Danke. Nein, das bleibt da. Achtung, passen Sie auf, dass es nicht runterfliegt. Ich glaube, da ist Ware drinnen, frische. Aber ich habe kein Hochgeld. Da ist frische Ware drinnen, glaube ich. Nein. Aber jetzt haben Sie schon unterschrieben. Sie haben schon unterschrieben. Was mache ich mit Sternzeichen? Das ist Marco Polo. Ah, das ist das falsche Restaurant. Ja, Sternzeichen. Ach, Entschuldigung. Ah, das wusste ich nicht. Wo ist... Aber das ist doch da im dritten beim... Ach so, das ist auf der anderen Seite. Was kann ich mir wundern? Ah, tut mir leid. Na gut, dann bringe ich es rüber. Grüß Sie. Ich bin ein neuer Postler. Sie haben leider nichts bekommen, aber Ihre Nachbarn, wenn Sie das vielleicht im Haus verteilen würden, einfach alle Sachen da im Haus verteilen, in der ganzen Stiege. Sind verschiedene. Können Sie den Leuten sagen, irgendwie einen Zettel hinschreiben, dass Sie es bei mir abholen können? Wer immer das ist, dann mache ich es gern, ne? Ja, dann müsste ich ja lauter Zettel schreiben. Ja, aber das tut man. Das macht die Post. Aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert jetzt, glaube ich. Naja, aber dann nimm es nicht. Ehrlich, also, Ihr Kollege macht es so, der schreibt dann was hin. Kohlmeier Gasse. Ja, dann müssen wir so ein bisschen weitergehen, glaube ich. In dem Fall dann. Entschuldigung, das ist eine andere Adresse. Ja, ja.
wenn sie es da vielleicht aber trotzdem auch vorbeibringen könnten. Nee, geht's noch? Das ist ja ganz woanders. Das ist auch 34. Das ist naja, aber es ist nicht so weit. Also das könnten sie schon vielleicht dann da vorbeibringen. Nee, aber wieso? Sie sind doch von der Post. Ja, und das ist auch woanders. Naja. Ich kann Ihnen das nicht nehmen. Das, na bitte, Sie wollen sich doch nicht mit uns anlegen. Wir haben das Monopol. Entschuldigung, Sie und sollen, das sind andere Adressen. Ich gehe doch nicht für Sie da irgendwie... ja, aber dann kriegen die das gar nicht. Ja, das Zweifel. Ist Ihr Problem. Entschuldigen Sie. Sie sind hier bei der Post angestellt und Sie sind zuständig dafür, dass die Leute die Post bekommen. Naja, aber Sie können mir ein bisschen helfen. Nein. Ein bisschen Unterstützung kann man doch erwarten. Nein, ich fahre doch nicht nach Meidling. Geht's noch? Nein, das ist wirklich nicht so weit. Da fahren Sie 10 Minuten vielleicht. Geht's mehr? Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Wohin? Ja, also es sind mehrere. Wohin? Da vorne bei der Apotheke ist mal die erste Adresse. Okay. Und ja, halbe, dreiviertel Stunde. Ich habe irrsinnig viel zu tun. Können Sie mir ein paar Pakete austragen? So zwei, drei vielleicht. Warum? Ja, es ist zu viel zu. Ich habe viel zu viel zu tun. Ich bin nicht Post. Ja, aber trotzdem. Könntest du das nicht austragen auch noch? Bitte. Kommt, seid nicht so. Zwei, drei Pakete. Schaut, wie viel ich habe. Aber ich bin nicht Post. Ja, na und? Ja, was soll das machen? Ja, komm, austragen zu den Adressen und passt schon. Nein, ich brauche. Ich nein, selber. Sicher, komm. Ich selber arbeite, ich bin nicht wirklich, schau, wie viel ich da noch habe. Da wäre ich nie fertig, da brauche ich locker noch eine Stunde. Ja, was soll das machen? Bitte. Ja, was soll das machen? Ja, bitte machen Sie das. Ein paar Pakete, drei Pakete. Ja. Drei Pakete oder zwei Pakete. Zwei Pakete. Ja, zwei Pakete, komm, es ist eh nicht weit. Ja, aber trotzdem. Ich kann ja nicht so gut. Na komm. Ich hätte ein Paket für Sie. Ja. Was habe ich eine? Das kleine? Ja. Wenn Sie mir da bitte unterschreiben würden. Hier? Ja. Aber neu, andere neu. Ja. Danke. Ja, passt schon. Danke, danke. Wunderbar. Was haben Sie da? Ja, wunderbar. Coke hier. Das klingt ein bisschen nach Kokain. Hm. Das verschickt man normal nicht so gern. Das müssen wir kurz aufmachen. Ah, das ist ein Hund? Nein, das kann ich nicht. Ah, das ist die neue Lieferung. Ah, das ist die frische Ware. Ich verstehe schon. Na, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich gebe schon wieder rein. Danke, danke. Das ist Zeichen. Ja, ist die frische Ware. Es ist die frische Ware. Es ist da, es geht zu Ihnen. Ja. Werbung! Wieso machst du das? Kauf dir was Neues. Aber der hat doch noch funktioniert. Für die Wirtschaft. Seit jeher macht die Rüstungsindustrie den größten Teil der Weltwirtschaft aus. Und obwohl die Zeiten sich ändern, ist das Bedürfnis nach einer starken Hand, die Schutz bietet, so groß wie nie zuvor. Helfen Sie der Weltwirtschaft, kaufen Sie Waffen und sichern Sie Arbeitsplätze. Geht's der Wirtschaft gut? Geht's uns allen gut? WKO, Wirtschaftskriegskammer Österreichs. Grenzt's mir ein! Bitte grenzt's mir ein!